10 Jahre investiert für diesen einen Tag und ich lasse mir da nichts nehmen. Ich bin schneller, stärker. Wenn du Durchschnitt trainieren willst, wirst du auch mit Durchschnitt bleiben. Ne? Also du musst schon über deine Grenzen gehen und umso mehr du reinsteckst, umso mehr kriegst du raus. Der Flensburger Boxer Freddy Kiewit steht vor der größten sportlichen Herausforderung seines Lebens. Hi, mein Name ist Freddy Kiewit und ich will der nächste deutsche Superweltergewichtsweltmeister werden. Deutscher Meister ist er, Europameister, Afrikameister. Nun soll er her, der erste Weltmeistertitel. Dafür ackert der 33-Jährige seit Wochen mit Trainer Viktor Donner, was das Zeug hält. Die Geduld ist eigentlich bei ihm so die Stärke. Der wartet immer ab und dann kontert er mit der Schlagkraft und das kann er sehr, sehr gut. Ich habe da überhaupt keine Ängste. Null. Es ist nicht nur das Training, es ist ne, die Zeit, die Familie, die Freunde, alle gehen irgendwie ein bisschen drauf. Aber das ist der Preis, den man trägt, um Profisportler und auch erfolgreich zu sein. Ich habe sehr viel Zeit und Jahre und Schweiß und Blut und Tränen investiert für diesen einen Tag. Dass der Flensburger sich einmal diese Chance erarbeitet, hätte zu Beginn seiner Karriere niemand wirklich geglaubt. Erst sehr spät, mit 18 Jahren, tauschte er den Fußball gegen die Boxhandschuhe. Ich sage immer, deine Träume müssen so groß sein, dass die Leute denken, du bist verrückt. Also, wie gesagt, als ich mit 18 gesagt habe, ich werde Boxprofi, haben meine Eltern auch gesagt, ja, merk selbst, ne? Und wie gesagt, jetzt Jahre später, mein Traum war es, ein deutscher Meister zu werden. Ich boxe jetzt um die WM. Freddy hat sich durchgeboxt und erhält nun die Chance, in seiner Heimatstadt einer der ganz großen deutschen Boxer zu werden. Geht es nach ihm, sollte sich sein Gegner Luis Enrique Romero aus Venezuela warm anziehen. Ich habe so lange für diesen Kampf, für diesen Tag trainiert. Und ich meine, es müssten zwei Leute mit einer Knarre sein, die mich besiegen könnten. Aber ne, ich boxe nur eine Person und ich werde alles dafür geben, den Titel in Flensburg zu lassen. Freddy Kiewit will Boxgeschichte schreiben. Morgen Abend ab 16:30 Uhr im Deutschen Haus in Flensburg.